Dann haben wir ihn hier noch nicht gesehen. Ja, hier auf der Insel waren wir. Das weiß ich. Das weiß ich noch. Tatsache, das, was ist das hier? Der Schwarzmarkt? Ich nehme alles zurück. Du bist ein... Wirklich noch 7 Tage, dann schieße ich meinen Laden nämlich. Okay. 500! Okay. Thank you! Krieg ich dafür Bonuspunkte? 900! Das ist aber ein teurer Räumungsverkauf. Okay. 900 für eine Schatzkarte? Na gut. I hope it's worth. So. Du hast keine Waren mehr, bist arbeitslos. Fuck off, Kid. Sparta, Motherfucker. Oh, Mann. That's some expensive shit. So, mal, wenn wir jetzt schon mal hier sind, wo ist Fischkopf? Da ist er. Hä? Ich hab die Fischratze doch gerade gesehen. Da ist er. Geht doch. Ja, so, die Terry-Karte brauchen wir jetzt also auch nicht mehr wirklich. Es sei denn, wir brauchen auf einmal so einen Terry-Motherfucker. Ich bezweifle, dass du irgendwelche Informationen hast für mich, die wichtig sein könnten. Piu, piu. Bis man in Overwatch... Wie lange es ungefähr dauert, bis du in Overwatch eine Goldwaffe hast? Kommt drauf an, wie süchtig du bist, im Rank zu überleben. Ich gehe um so nachts wirklich einen absolut überrechten Anblick. Ich habe damals es öfter zusammen mit Lillian gegönnt. Man muss entfachen und erkennen die alten Zeiten vielleicht wieder. Oh, nur eine Theorie. Ja, wir müssen sowieso mal wieder nach Portemonnaie. Da gibt es sowieso einiges, was wir noch erledigen müssen. So, und bevor wir jetzt... Da ganz oben ist nämlich noch was, wo wir hinwollen. Beziehungsweise wo ich hinwollte. Hinwollen, wie, wo, wie, war. Das können wir nämlich auch erledigen. Und denn das nächste Mal kümmern wir uns dann weiter darum im Südwesten? Ja, so im Südwesten die Dinger zu bekommen. Wie gesagt, kann ich euch leider nicht zeigen. Ist ein bisschen schwierig. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Karte sieht mittlerweile richtig dandy aus. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hi. Crash. Tschüss. Nur mal so, ich sehe hier auch immer so kleine Punkte auf meiner Karte. Sind das hier Schätze, die ich schon gesammelt habe? Mal so ganz doof gefragt. Nanu? Oh, scheiße. Meinst du, ein einzelner Wachposten, ne? Wo ich mich frage, was er bewacht. Au. Au. Wie wär's, wenn du mal aufhörst zu wabbeln? Du Pisskopf! Ich hab den Typen getroffen, der auf dem Land lebt. Zack. Ey! Geht doch. Nein, halt! Das wagst du nicht. Das. Du bist echt ein Arschloch. Die Kanone da oben steht noch? Alter. Geht doch. Burst that bubble. Oh boy. Ach so, die Punkte sind die Schätze, die ich schon abgegraben habe. Ah. Hoffentlich gibt's da oben was Leckeres. Ich glaube nicht, aber okay. Ihr habt auf jeden Fall etwas, was ich haben möchte. Keine Ahnung, ob es was Wertvolles ist.
Nope. Ich meine, die Dinger kann ich teuer verticken. In Draconia oder so. Well. In manchen Umkreisen nennt man sowas nicht wert. Kann ich jetzt mal... Ich wollte gerade sagen. So, warte mal. Fisch, genau. Fisch. Das war das. Ich will die Karte komplett haben. Irgendwann. Und dafür... Da ist er. Da ist Fisch. So, ich würde sagen, da wir gerade auf der Ecke sind, würde ich vorschlagen, wir gehen gleich mal nach Portemonnaie und machen da noch so ein bisschen Sidequesting. Hey, Jürgen, ich weiß Bescheid über das Scheiß hier. Ja, und dann fehlen nur noch 4 Ecken. Bei einer war ich gerade und bin einfach vorbeigerannt. Oh boy. Immer auf Erwähnung möchte ich hier Fäule geben, mit denen man einfach alles einfrieren kann. Und es würde sogar möglich sein, gräserliche Ungeheuer in verwunschene Bestien aufzuhalten und Ice-7 zu verwandeln. Wenn man einfrieren sollte, willst du das wissen? Nur so ein Packen Kräfte, die dazu schmeißen brauchst. Schon zu fällen 1000 Splitter und du hast eine Ruhe. Alter, das ist hier schon Mortal Kombat-Style, Junge. Ne, nur mal so nebenbei. Beziehungsweise, ich mach mir das mal ein bisschen schneller. Oder ich mach's falsch. Es geht auch. Ich will direkt nach Portemonnaie. So. Ich habe eigentlich dran gedacht, dir den sojafreien Latte zu geben, aber in Wirklichkeit habe ich gedacht, dass ich ihn dir mit Sahne gebe. Also ja, oder so. Oh, ich habe letztens wieder Scott Pilgrim geguckt. Der Film ist so fucking gut. Oh, ich liebe diesen Film. Es ist... Oh. Brot macht fett! Okay, gut. So, gut, da ja gesagt wurde und da hier jetzt hier gerade so schön Nacht ist gerade... Können wir ja mal die Feuerpfeile auspacken und uns, ne? Huch. Kisch, kisch. Schleich dich. Selber, schleich dich doch selber. Ich bin gar nicht da. I'm not there. Da-da-da-da-da. Ich bin gar nicht da. Mimikry. Ich existiere gar nicht. Stealth Action. Sagt ihr nicht, dass ich hier bin, Leute? Wie ihr sagt ihr das? Wie ihr flüstert ihr da? Wie ihr flüstert ihr? Hat die mich jetzt gesehen? Das kann nicht sein, oder? Nee, ich glaube, sie hat mich nicht gesehen. Link hat nur gesagt, boah, ich bin eine Katze. Link hat sich gedacht, boah, I suddenly cat. Oh. Oh. Hahaha. Jetzt sag mir nicht, ich hab das vergeigt. Ich hab sie dabei erwischt, wie sie da... Jetzt sag mir nicht, ich hab das deswegen verkackt. Nur weil ich ausgerechnet da rumtrollen wollte. Are you for real? Wirklich jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Das ist nicht dein Ernst jetzt, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Weil ich rumtrollen wollte. Ich hab's verdient, ich weiß. Ich hab's verdient. Wow, geil. Das heißt, wir dürfen den ganzen Stealth-Scheiß normal machen. Nur weil ich rumtrollen wollte. Das habe ich, denke ich mal, davon, ne? Ja, ich denke mal, das habe ich davon. Das habe ich davon.
Ich Boon. Ich fuck Boon. Ja, wow. Dahin. Dahin. Bitte heute noch. Danke. Braucht das Ding Wind? Das kann wohl nicht euer Ernst sein. Ich hätte sie also nur dann ansprechen dürfen, wenn... Dann. Ach du. Hier geblieben. Oh, nur Postbote. Wir haben mitten in der Nacht, du Depp. Ist der Postbote sofort rausgeschmissen. Haben wir schon wieder... Ja, du warst der Kerl. Meine Tochter hier verschwunden, was so verschleppt wurde, weil ich befreit wurde, und Beste daran ist, ja. Warst du nicht dieser nervige Stricher, der mich ständig genervt hat? Ja, lag sie zu retten, aber egal, was soll's. Richtig, keine geworden. Geh doch mal zu ihr rüber. Guahahaha. Guihihi. Ach, ich habe mir für ein Glück, wieder lebend an der Stadt zurückgekehrt zu sein. Und kann mir von dann auch noch ein wunderschönes Haus leben. Nein, eigentlich bin ich unglücklich. Obwohl, denn ein Leben, in dem mich nicht gibt, gibt es kein Leben. Wer so lief, verwunschene Bastion haben mir auch Menge dieser unsäglich wundervollen Totenkopfketten mitgegeben, als ich dort geflohen bin. Mein Name ist eine Mobbe. Ja, sein Name war Momo. Großer, starker Momo. Oh Mann. Sie liebe Scheibe in Briefen. Warum beantworten mein Momo nur nicht? Weil Momo höchstwahrscheinlich Stahl im Herz hat. Ich da nicht ganz unschuldig war. Ich muss jetzt zurückreisen. Ich darf nichts gehen lassen. Wenn ich so ein bisschen Briefe... Achso, ich soll ihn zum Briefkasten bringen. Ja, okay. Wirklich? Echt? Oh, man macht mich so glücklich. Okay. Brief zum nächsten Mal, aber lies ihn nicht, ja? Sonst betrübt Mädchenherzen. Oh, da. Das wollte ich eigentlich nicht. Na, du hast ja deinen Spaß. Moment mal, können wir den Brief lesen? Nichts passiert, also... schade. Ich meine, ich hätte zu gern... Hi! Bin wieder da. Kisch, kisch! Schleich dich! Fick dich! Ja gut, ich schleich mich. Aber diesmal wirst du mich nicht so leicht los! Diesmal sneakst du nicht so best, nicht so gut wie ich. Das sag ich dir, diesmal sneakst du nicht so gut wie ich. Und diesmal, ne, troll ich nicht rum. Ne? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich bin gar nicht da. Ich bin dein Schatten. Oder sowas in der Art. Vielleicht fängt Link dann auch wieder an zu mauzen. Wie vorhin. Achso. Link kommuniziert also, als wäre er eine Katze. Immer wieder interessant. Sneaky. Sneaky. Sneaky Deaky. Dreh dich um und mach deinen Scheiß. Und diesmal reiß ich dir den Arsch auf. Jetzt aber. Na, na, na. Ich bin mir erschrocken. Was soll das? Bei mir wäre mir das Herz stehen geblieben. Warum tust du sowas?
Siehst du, als könntest du kein Wässerchen trüben, aber stellst dann schamlos einer Dame nach? Du rennst in einem Lappen rum, was ist dein Problem? Was willst du für dich eigentlich? Für einen Streiter, der für die Gerechtigkeit! Für einen Wie? Ja, ist ich mein gleich. Du bist zwar ja ein Streiter für die Gerechtigkeit. Und ich bin übrigens kein Dieb. Außerdem habe ich noch nichts gestohlen. Bitte lass mich laufen. Es war nur eine Gelegenheitstat. Dein Schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist. Ja, das ist das Schweigen der absoluten Verachtung. Darf ich es dir erklären? Dann leg mal los. Bevor er whoop, ich bin kleiner als du. Wow, okay. Ob du da glaubst nicht, aber ich war früher das vornehmste Mädchen in der Stadt. Eines Tages aber wurde von diesem riesigen Vogelungetüm verwunschen Bastion diesen schrecklichen Ort verschleppt. Mein Vater hat alles Geld, das er besaß, in meine Rettung verwendet. Wieso hab ich davon nicht einen Rubin gesehen? Jetzt so mal nebenbei. Ja, er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme. Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite früh bis spät in dieser Stadt hier, aber wieder reich oder werde ich davon auch nicht. Siehst du, wie ärmlich ich gekleidet bin. Und was sagst du zu meiner Tragödie? Du hast mein Mitgefühl. Na, sag doch diese Dolores, diese Kirchenmaus dieser Stadt und auf einmal steinreich. Weißt du, der Kuckuck, wie das angestellt hat? Da hat man doch nichts zu verdenken, wenn man sauer werde und ein paar Boshaftigkeiten rausnehmen, oder? Was ich so sagen will. Völlig. Dann lässt du mich also laufen? Das kann ich leider nicht. Warum denn nicht? Ich bin ein gewissenhafter Mensch! Ja, du hast recht. Ich weiß selber, dass alles, was ich sage, nichts als Vernunfterei ist. Armut schwächt nicht nur Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Aber heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir. Mit dir habe ich ja mal Kurve gekriegt und bin nicht zu einem Dieb geworden. Jedenfalls werde ich mich sowas nie wieder tun. Puh, ich fühle mich irgendwie erleichtert, weil mir darüber alles reden konnte und mir jetzt die Last von meinen Schultern genommen wurde. Darf ich mir ein kleines Geschenk machen? Ich hab ne Pulle! Oh geil, Leergut. Oh geil. Ich hab mit dir über Gerechtigkeit und Sinneswandel geredet. Was krieg ich? Fucking Leergut. Okay. Schau bitte nicht so zweifelnd. Hier hab ich nicht gestohlen. Ich hab's am Strand gefunden, wo sie wo angespült wurde. Es ist keine durchsichtige Flasche aus Glas. Wunderschön, findest du nicht? Ich wünsche, dass mein Herz auch einmal so wird. Was rede ich denn da eigentlich? Warum lebt meine Armut schon dreschend mal ungeniert und gelatschten Phrasen? Ich sollte mich schämen. Oh, wenn ich bald beheimige, dann machst du meinem Vater nur so ein Sorgen. Mein kleiner Streiter für die Gerechtigkeit. Es müsste mehr Leute wie dich geben. Ich will okay, danke, danke für heute Nacht. Déjà-vu, I just been in this pain. Okay. Uiuiui. Gut, jetzt können wir nochmal zur Post gehen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann können wir nämlich Totenköpfe abgeben. Davon haben wir, glaube ich, auch so einige. Von daher. Hey, Brief. Got something for ya. Hier. Nom. Chakadabam, babam. Oh, das ist nicht, weil das Postpaus aus Drakonia. Deswegen beträgt der Zuständige 5 Robine. Ja, ja. Die Sendung wird zugestellt. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Was ist das denn eigentlich hier? Ich habe hier noch was anderes in meiner Tasche. Vielleicht das da auch eindrücken. Ups. Pfui, bäh, kann er nicht zustellen. Okay, ich hab begriffen. Es ist ja offenbar nicht wert, ey. So, warte mal. Dann, jetzt haben wir das ja abgeliefert. Jetzt müsste ich halt nur gucken, wie kriege ich denn halt das Windrad noch zum Laufen. Das wäre jetzt noch eine Sache, die hier, ne, die gemacht werden muss. Stimmt, die Glücksamulette muss ich noch abgeben. Huch. Hey, Vogelhirn. Oh, scheiße. Also wirklich, was sind Sie denn für ein sturer Mensch? Schweig! Ja, bereits! Ich tue, wenn mir keine Postboten losverschwinde! Aber. Da bin ich extra zur verwunschenen Bastion gewagt, um einen Brief von einem Herrn Momo abzuholen. Du sollst schweigen! Halt dein Maul! Ich sehe mir doch wenigstens die unterschrieben sie hier. Schweig! Du Pisskopf! Nur eine Unterschrift, dass sie hier war!
Verpiss dich! So müssen Sie mich länger bieten lassen. Es ist ja wohl wirklich nicht mehr zu retten. Ich muss hier raus, sonst vergesse ich mich noch. Pick dir das Hirn aus, du Sposti! Solcher Postbote, ständig belästert mich mit irgendwelchen Briefen von irgendeinem Herrn Momo oder wem auch immer. Was halt eben Totolose ranmacht. Ganz egal, wem ich übergebe, keinen einzigen Brief. Oh boy. Vogelboy? Vogelman? Vogelchef? Wo ist Vogelchef? Ist der jetzt hier irgendwo? Chillt er hier irgendwo seine Base? Ja, Windrichtung, stimmt. Wuppa! Wo ist denn der Vogelkopf jetzt? Wo ist Birdman? Mal, ihr habt den Brief jetzt nicht, so viel ist man sicher. Aber gut, wenn wir das jetzt mal... Das heißt, die Windrichtung muss richtig sein. Ich glaube... Warte mal, ich drehe mich mal selber in die Richtung, in die es, glaube ich, dass es muss. So, hier? Westen? Westwind? Wenn nicht, versuchen wir es gleich mal in die andere Richtung. Zuerst drehen wir uns um, dann und dann gehen wir in die andere Richtung oder so. Ich mache hier, glaube ich, gerade auch 10 Sidequests gleichzeitig, aber es stört mich irgendwie absolut nicht. Ich bin froh, dass wir hier auch mal ein paar Sidequests machen können. Das ist mal ganz schön. Na? Nope. Falsche Richtung. Also Ost. Östwind. Ostwind Turbo. Oder auch falsch. Nordwind? Da steckt irgendwas fest? Hat... Nee, eben nicht. Hahaha. Es ist Nordwind. Warum auch immer Nordwind. Okay. Jetzt muss ich nur noch irgendwie da hinkommen. Und das möglichst. Oh, fuck. Fuck. Reicht. Okay. So. Wupp, wupp, wupp. Dann fahren wir doch mal mit der Gondel. Ich meine, warum habt ihr das so? Das ist, ich meine, schön, dass ihr hier ein Windrad habt und alles, ne? Aber... Oh, fuck. Really? Das kann ich bestimmt nicht so, oder? Oh! Sniped! Sniped! Snipudes! Das war ein Fehler. Oder auch nicht, ich lebe noch, okay. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich an den Brief von diesem verkackten Momo? Ja, das ist die völlig falsche Richtung. Da brauche ich ein bisschen mehr Wind. Da brauche ich ein bisschen mehr Wind auf meiner Seite. Das war völlig falsch. Ich wollte gerade so ein Jump-Shoot-Ding machen, was man aus Breath of the Wild kennt. Nur wollte ich es ein paar Jahre früher machen. Ich hoffe, das reicht noch. Ja, reicht. Okay. Hahaha. Haben wir dir schon mal die Side-Quest von der Backe? Und ein Herzteil. Sehr schön. Oh, saftig. Delicious und saftig. So, das heißt, jetzt können wir mal die Glücksamulette abgeben. Wir haben zwar nur 19. Aber gut, das, ne. Ach, jetzt müssen wir nach Draconia für den Brief? Ach du Scheiße. Ganz nach Draconia müssen wir jetzt damit dödeln. Das war eine lange Zeitquest. Aber gut, Draconia ist zum Glück nicht so weit von hier, so...
Jetzt sagt man mir auf Portemonnaie bekommen bei dem Brief. Ja, warte du. Oh, noch mehr. Oh. Also 19. Oh, shit. Okay, 40. Okay. Eine Schmatzkarte. Auf einen gesträubten Ohr mit Schnäffenbörbler. Überglücklich, no, Schnäffenbörben. Ich habe Breath of the Wild nie gespielt. Bin ich ganz ehrlich, ich habe ja keine Switch. Und auf der Wii U wollte ich es irgendwie... Hat man mir gesagt, soll nicht so gut sein. So, yeah. Das, ja gut, da wir jetzt ja einmal nach Draconia müssen... Würde ich sagen... beenden wir hier den Part einmal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye.